So. Und erstmal in diese Richtung. Wie viel brauche ich denn noch zum nächsten? Nee, das war falsch. Fünftausend. Ja, dann sollte ich lieber dafür erstmal sparen. Dann mache ich lieber erstmal den Gegengeheiß. Bei dem anderen kommt schneller der Bonus. Ach nö. Nicht schon wieder. Wunderbar. Sogar für WS-Ehrung noch Erfahrung gekriegt. Okay. Einmal fix Dailies machen. Okay, von der Stufensteigerung wir können annehmen. Tank, DDs. Die Handershose. Och, nee, ernsthaft. Kann hier irgendwas Spannendes kommen? Okay, Dragoon ist der Meinung, nichts machen zu müssen.
Ja. Andere DD hat keinen Bock. Andere DD rennt lieber in irgendeiner anderen Richtung. Okay. Kann ich mir aber nicht helfen. Oh Gott. Was macht der Dragoon denn? Ja gut, wenn der Dragon keinen Bock hat, ne? Das wäre so der Moment, wo ich den schon auch lange ausgeschlossen hätte. Also deren Pech. Rein theoretisch. Ach, auch mal da. Hat auf jeden Fall automatisch laufen drin. Uff, das war falsch. Was macht der da? Ja, gut, die Eni ist jetzt nicht so schwer, aber... Oh mal da. Hat aber auch, macht aber auch keine Anstalten, ne? Außer weglaufen und ne, außer ein einziges Mal Waffe gezogen. Alter. Ich hätte die Person schon lange ausgeschlossen, ey. Ich hasse solche Menschen. Warum macht... Warum meldet man sich dann... Nein. Einfach nein. Einfach nein. Kein Kommentar. Also von mir kriegt die Person kein Wert. Oh, einmal Waffe ziehen. Das geht.
Menschen. Baby Nox. Alter, was für eine Gurkentruppe. Boah, am schlimmsten ist ja sowieso der Dragoon. Ich bin ein Heiler, lasst mich hier raus. Ist zwar nichts mehr, aber egal. Ja, na, drückt mal einer. Meine Güte. Also den Dragon kann man vergessen. Mücke, hau ab. Tschüss. So, gleich geschafft. Oh, Leid. Leid und endlose Schmerzen. Was wir gleich ran müssen. Klar, renn natürlich zu mir. Ja, der klar, das kann sie, ne? Yay, ein WS. Huch. 38. Okay. Brauche ich die Neo-Quest in südlichen Tanala nicht mehr machen. Kann ich das erstmal entfernen?
Mich das erstmal entfernen. Mich das erstmal entfernen. Und Klettenquest. Prüfung der Erde da hinten hin. Welche Quest wäre das denn vom Level her? 27! Alles klar. Also, kleine Planänderung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich 4 Level da drin mache. Aber alles gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Hi. Du bist auf der Suche nach dem Druiden Nulanil? Nun, deine Suche hat ein Ende. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Aha, Esumi Yen hat dich gebeten, mich aufzusuchen, um mehr über das Element Erde zu erfahren. Das freut mich. Die Kraft der Erde ist das solide Fundament eines jeden Druiden. Ich könnte dir tagelang etwas über seine Varianten und Eigenschaften erzählen. Aber als Abenteurerin hast du vermutlich keine Zeit, um so lange hier zu verweilen. Stattdessen sollst du die Qualitäten der Erde am eigenen Leib durch den Kampf erfahren. Adaria, ich habe folgenden Auftrag für dich. Suche östlich von hier in der Nähe von Nähe der Flüstereinstallung nach einem Fleckchen Erde, das Spuren von Verdorbenheit aufweist. Benutze die einzigartigen Sinne einer Druidin und versuche diese Wunde der Erdegestalt annehmen zu lassen. Daraufhin sollte das verdorbene Wesen erscheinen, das sich an einer solchen Wunde labt. Besiege es mit deiner animistischen Magie und stelle den natürlichen Fluss der Energien wieder her. Während dieser Begegnung wird dir das Wesen der Erde bewusst werden. Geh fort und erweitere deinen Geist. Erweitere deinen Horizont. Ich erweitere auch gleich so vieles. Es ist immer so, dass ich einfach White Mage bin, ne? Wäre jetzt schon mal was. Dann würde ich auch bald ein neues Mount kriegen. Wow. Ein Tabulös. Hier sind 28. Sind auch alle Quests, die ich jetzt gerade nicht mehr machen könnte. Alter. Willkommen zurück, Adaria. Die Gebieter flüstern mir von deinen Erfolgen. Was war das für ein Gefühl, der Verkörperung der Erde gegenüberzustehen, dessen Ansturm zu überstehen? Hat die vernichtende Macht dieses Element dich bis ins Mark erschüttert? Diese verdorbenen Flecken entstehen, wenn die natürliche Ordnung verloren geht. Aber durch das Besiegen des unreinen Hexagons hast du den Fluss der Energien wiederhergestellt. Spürst du, wie die Kraft in die Erde zurückkehrt? Das Land wurde durch deine Taten geheilt. Das Feld wird bald wieder reichhaltige Ernte einbringen. Und wenn du dich das nächste Mal der Kunst der Druiden hingibst, denk an diese Aufgabe und daran, was du hier geleistet hast, zurück. Erlebe einmal mehr die erdrückende Macht der Erde und labe dich an der Erinnerung an den wiederhergestellten Energiefluss. Dadurch wird dein Verständnis der Natur weiter zunehmen. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst, Sylphie.
Diese Abenteurerin hat den weiten Weg von der Grotte der versunkenen Gedanken auf sich genommen, um eine wichtige Lektion zu lernen. Du solltest dir ein Beispiel an Aedaria nehmen. Wenn du eine Druidin werden möchtest, die diesen Namen auch verdient, dann musst du dich bemühen, die Natur zu studieren. Hörst du mir zu, junge Dame? Warum sollte ich mich mit dem Lernen herumschlagen? Ich brauche kein Wissen über die Natur, um eine Druidin zu sein. Siehst du? Sylvie, du hast eine seltene Gabe für die Heilung. Eine wundervolle Gabe. Aber es gehört mehr dazu, ein Druide zu sein, als. Aber ich will nicht mehr sein. Ich möchte heilen. Ich bin gut im Heilen. Du kannst mich nicht zwingen, diese anderen Sachen zu tun. Ich frage mich bis heute eigentlich, was ihr Problem ist. Manchmal frage ich mich, warum ich es überhaupt versuche. Sylphie ist kurz vor dir unserer Gilde beigetreten. Sie hat eine große Begabung dafür, Heilzauber zu weben. Sie übertrifft darin sogar einige unserer erfahrensten Brüder. Leider will sie sich nun überhaupt nicht mit der Grundlage der animistischen Magie beschäftigen. Der Natur. Alles, was sie macht, ist nach Lust und Laune Wunden zu versorgen. Zurück zu dir. Ich habe dir gesagt, was du über das Element Erde wissen musst. Du kannst nun zu Esomian zurückkehren. Yay! Chmeil! Vogel am Boden, Vogel am Boden. Mayday, Vogel am Boden. Vogel am Boden. Langsames Vögelchen am Boden. Ah ja, sind wir vielleicht auch da drin. Das ewig dauern wird, bis ich alles aufgeholt habe. Definitiv. Ah, Aedaria, du bist von deiner Lehrstunde bei Nolanell zurück. Hast du dich gegen die Erde behauptet und ihre erdrückende Macht erfahren? Ihre lebenserhaltenden Energie? Du bist also Sylphie während deiner Lektion begegnet. Und sie hat sich geheilt, sagst du. Ich kann Nolanells Frust wegen des Mädchens gut verstehen. Wie du selber gesehen hast, besitzt Sylphie ein natürliches Talent für die Heilung und das Wiederherstellen. Aber vielleicht ist es gerade diese angeborene Gabe, die sie daran hindert, die Notwendigkeit zu erkennen, mehr über die Natur zu lernen. Sie weiß nichts über die Elemente Erde oder Wind. Sie kann nicht aber den kleinsten Kiesel oder die sanfteste Brise beschwören. Ich habe mehrfach versucht, ihr zu erklären, dass eine Druidin ohne dieses Wissen gefährlich und unvollständig ist. Leider fruchten meine Belehrungen nicht. Aber auch wenn sie es vehement verleugnet, so ist der Bund eines Druiden mit der Natur doch we wesentlich. Sollte sie weiterhin den Pfad der Ignoranz beschreiten, könnte der rücksichtslose Einsatz ihrer Kräfte zu einem gefährlichen Ungleichgewicht führen. Daria, vielleicht war deine Begegnung mit Sylphie eine Fügung der Gebieter. Solltest du erneut auf sie treffen, so bitte ich dich, ihr zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, sich für die Stimme der Natur zu öffnen. Deine Ausbildung jedoch verläuft äußerst zufriedenstellend. Du bist stets gehüllt in die Umarmung der Natur. Nach allem, was du gelernt hast, hoffe ich, dass du die wahre Bedeutung dieser Worte erkennst. Ja, ich brauche da nichts von. Nehmen jetzt einfach mal irgendwas.
Dein Blick ist voller Tatendrang, Eldaria. Aus dir wird wohl schon bald eine große Stütze unserer Gilde werden. Letztes Mal hast du ja einiges über die Erde erfahren. Heute möchte ich dich darum bitten, dich mit einem anderen Element zu beschäftigen. Dem Wind. Reise zur Imkerei Blütengold im Ostwald und suche die Druidin Wulfi. Sie ist zwar noch ein relativ junges Mitglied unserer Gilde, aber bereits eine Druidin mit vollendeten Fähigkeiten, wenn es darum geht, den Willen der Luftelementare zu erfahren. Ich kenne keine besseren Lehrer, um dich in den Mysterien des Windes zu unterweisen. Der Wind. Wir können doch den Wind schon. Na gut, das wissen die ja noch nicht. Die wissen ja nicht, dass wir den Wind schon können. Die denken sich wahrscheinlich nur, jo. Komm. Ostwald. Halber Jahresmarsch. Da oben ist die Gute. Du musst Eldaria sein. Isumian hat mir dein Kommen angekündigt. Es wird mir eine Freude sein, dich alles über Böen und Winde zu lehren. Nun, wo fangen wir an? Vergib mir mein Zögern. Ich habe mir erst vor kurzem den Titel Druidin verdient und du wirst meine erste Schülerin. Ach ja, ich denke, ich habe eine passende Aufgabe für dich. Östlich vom Honigblumensteg gibt es eine kleine Quelle. Begib dich dorthin und beseitige den Honigbienenschwarm. Du fragst dich vielleicht, was diese Angelegenheit mit deinen Studien der Luft zu tun hat. Keine Sorge, Eldaria. Ich verspreche dir, dass diese Aufgabe dein Verständnis des Windes schärfen wird. Sind Sie sicher? Ich meine mich nicht. Einfach 28 über, also 28 Level über meinem, unter meinem, die Quest. Wow. Ich meine, ein Vorteil hat es. Wir sind schnell durch. Außer bei Einzeldingern, Instanzen. Goblin-Jäger brauche ich ja noch. Kann ich ja mal fix noch jagen. Müssten ja da hinten sein. Die Goblinjäger. Nope. Willkommen zurück. Hast du dich um die Bienen gekümmert? Es ist in der Tat äußerst ungewöhnlich, dass sich diese Kreaturen überhaupt in der Nähe der Quelle aufhalten, wo die von den Bienen bevorzugten Blumen gar nicht blühen. Und was hat dieses seltsame Verhalten verursacht? Beruhige deinen Verstand und aktiviere deine Sinne. Kannst du es fühlen? Der Pfad des Windes weicht von seinem natürlichen Weg ab und reißt dabei unglückselige Kreaturen mit. Es liegt eine Strömung der Elemente vor, die ihr Unwesen mit den Luftströmung treibt. Irgendwas kitzelt hier. Ganz ekelhaft. Wahrscheinlich klebt wieder irgendwo ein Hundehaar, was ich nicht gesehen habe. Kehre zur Quelle
nahe des Honigblumenstegs zurück und suche nach dieser verdorbenen Luft. Setze dann deine animistische Magie ein, um die Störung zu beseitigen. Okay. Kriegen wir hin. Yay. Heute ist Vogelparty. Reines Windhexagon. Ah, das Wehklagen des Windes ist verstummt. Du hast ihn befreit und zurück auf seinen natürlichen Weg gebracht. Lass uns zum Honigblumensteg zurückkehren.